Ich schwöre, es war nicht. Deine Augen täuschen dich. Alohomora. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Du gehörst mir, Demigeist. Revelio.
Revelio. Revelio! Was ist, wenn das so bleibt? Was? Sei nicht albern, das lässt in ein paar Stunden nach, glaube ich. Glaubst du? Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Herrje, Sie waren ja fleißig. Unglaublich, vielen Dank. Sie sind bereit für die letzte Allohomora-Lektion. Mit dem Wissen wird Sie kein Schloss mehr aufhalten. Sie haben alles getan, worum ich gebeten habe. Ich wünschte nur, ich wüsste, wer diese Statuen aufgestellt hat. Ach, wenn Sie weitere finden, können Sie sie gerne entfernen. Sie erweisen Ihrem Hausmeister damit einen großen Dienst. Und wenn ich je erfahre, welcher Tyrann hinter diesem grausamen Streich steckt, lasse ich es Sie wissen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Hartnäckigkeit. Jetzt, da Sie Allohomora beherrschen, bleibt Ihnen nichts verschlossen. Aber suchen Sie weiterhin Demigeist-Statuen und entfernen Sie die Monde. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Revelio. Du gehörst mir, Demigeist. Allohomora. Revelio.
Alohomora. 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 Thank you.
geht's nach Hagen. Revelio. Alohomora. Revelio. Alohomora. Lassen Sie mich wissen, falls Sie nach etwas Bestimmtem suchen. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen... Sie sind die Person, die sich in eine ziemlich persönliche Angelegenheit eingemischt hat. Die Demigeist-Statuen und die darin enthaltenen Monde wurden aus gutem Grund an ihren Plätzen aufgestellt. Sie sollten sich nicht in die persönlichen Angelegenheiten... Mr. Pemberton wollte bestimmt nicht sein eigenes Briefpapier nutzen. Er weiß etwas über diese Demigeist-Monde. Offenbar ist er in Hogsmeade. Ich sollte ihm einen Besuch abstatten. Verzeihung, Sir, zu den seltsamen Demigeist-Statuen, die ich gesehen habe. Was? Wer sind Sie? Warum fragen Sie? Sie bringen Mr. Moon in Bedrängnis. Ha! Gut, das war der Plan. Also sind Sie von Ihnen? Ich? Ja, schon.
Damit wollte ich diesem armseligen Trampelmoon einen Hauch des Leides bereiten, das er mir vor Jahren zugefügt hat. Und Sie haben sie wieder entwendet. Genau. Auf Bitte von Mr. Moon. Ich habe Ihre Eule erhalten. Auf Ihrem Briefpapier. Ja, es passt zu Moon, sich von Schülern helfen zu lassen. Zu feige, um es selbst zu tun, hat sich kein bisschen verändert. Selbst in der Schule war er ein feiger Tyrann. Er gab mir einen fiesen Spitznamen, den ich nicht wiederhole. Ich war froh, als er die Schule verließ und aus meinem Leben verschwand. Doch dann sah ich ihn wieder in Hogsmeade. Das war zu viel. Auch wenn es mich mit Genugtuung erfüllt, dass aus ihm bloß ein einfacher Hausmeister geworden ist. Mr. Moon tut so viel für die Schule. Und er hat mich viel gelehrt. Er hat Angst vor diesen Statuen. Ich weiß, Sie hätten sein Gesicht sehen sollen, als der Irrwicht erschienen ist. Unbezahlbar. Da wusste ich, was zu tun ist. Ich wollte ihn einfach nie wiedersehen. Also habe ich ihm einen Irrwicht vor die Nase gesetzt, um seine größte Angst herauszufinden. Dann habe ich die Demigeist-Statuen erschaffen, um ihn in die Schranken zu weisen. Die Monde sollten auf seinen Namen anspielen. Das hat wunderbar funktioniert, bis Sie anfingen, die Statuen zu beseitigen. Die Statuen sind eine Art Mobbing. Sie sind nicht besser als er. Vielleicht sollten Sie beide damit aufhören. Ach, da ist was dran. Wenn er sich so vor ihnen gegraut hat, wie sie sagen, hat er seine Lektion vielleicht gelernt. Dankensruf beigetragen. Mr. Moon, ich weiß jetzt, wer hinter den Demigeist-Statuen steckt. Es war ein Klassenkamerad, den Sie gemobbt haben. Pierce Pemberton. Oh, ich hätt's wissen sollen. Zöpfchen Pierce. Ich glaube, er wird nicht gern so genannt. Natürlich wird er das. Oh, er hatte so volle Locken. Wir haben immer über sie gelacht. Ich wohl am lautesten. Ein cleverer Mann. Ich wusste nicht, dass er so verschlagen ist. Ich sollte ihm gratulieren. Die übrigen Statuen machen mir weniger Angst. Jetzt, wo ich weiß, dass sie vom alten Zöpfchen aufgestellt wurden. Sammeln Sie sie ruhig weiter, wenn Sie wollen. Ich werde meinem alten Freund einen Besuch abstatten. Gestatte mir, dein Elend zu beenden. Expulsion! Möchtest du lieber wieder runter?
klaust wohl gerne Hippogreifen, ne? Läufst du nach Hause? Revelio! Dein Testament geschrieben. Ist Ärger im Gange. Du wirst dein Kommen bereuen. Revelio.
Revelio. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wachsen ja ein paar schöne Blumen aus deiner Asche. Sound, Dummkopf. Dieses Mal bist du mir entkommen, aber das nächste Mal Blut. Du hast doch Nora Dread mit dem Freien. Ich hab dich im Duell gesehen. Du hast keine Chance. Du willst dich an? Man wird glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Wir dürfen Feldcroft nicht vergessen. Du da! Und Ding! Vielleicht hast du auf jeden Thank you.
harte Schlacht. Du hast doch Trapple freigelassen, oder? Das war ein großer Fehler. Für diese Tat wirst du büßen. Ich weiß. Das wirst du machen. Du bist blind. Das muss ich Sebastian erzählen. Eine Erschwinderin. Ein lästiger Mensch, wen? Zu spät, um deine Kühle einzubringen. Perfekt. Ein Bewegungs- Pulso! Diesen Kobold-Hex, den will ich wieder. Auf die Knie! Komm, Ringo! Okay. Ringo! Mehr hast du nicht zu bieten! Schön, dass du mal vorbeikommst! Bist du wie ein Blumen? Es ist an unser Lager beim Turm auf! Diese Tat wirst du büßen. Komm, Ringo! Komm, Ringo!
Wie viele von uns du auch bist. Schreckenskeine Retter. Expulso! Keine Chance.
Revelio. Was haben wir denn hier? Vielleicht habe ich oben in der Burg mehr Glück. Eine Leiter. Die brauche ich. Gut, dass ich hier nie eingesperrt war. Nein, hier sollte ich vielleicht... Was hier wohl passiert ist? Und Raffinesse. Ich habe Pierce konfrontiert und er hat sofort gestanden. Dieser alte Schlingel. Wir haben uns darauf geeinigt, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Kommen Sie doch mal vorbei, wenn Sie das nächste Mal in den drei Wesen sind. Ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Was ist da los? Sieht nach Ärger aus. So ein traurig wirken. Ist er nicht, du bist so. Das ist der Ort auf der Karte. Jetzt muss ich gut aufpassen. Ist da.
Das finden wir wohl hier drin. Bekommen Sie, was Sie verdienen. Diesen erbärmlichen Menschen hier festzuhalten, ist eine Strafe für uns alle. Angst zu geben. Nicht leise genug. Sieht aus, als hätte Adelaide den richtigen Riecher gehabt. Das Wort von Menschen ist wertlos. Der Gefangene schuldet uns das versprochene Metall. Renrock hat euch alle in den Untergang geführt. Revelio. Eine Kesseltür. Wie geht sie auf? Revelio.
Das ist sicher Mr. Oaks Zauberstab. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Komm, trink uns. Dein Blut klebt an Renrocks Händen. Revelio. Hallo? Mr. Oaks? Ja, ich bin hier. Sie haben meinen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die. Glücklicherweise habe ich Ihren Zauberstab schon, Mr. Oaks. Bitte, geben Sie mir meinen Zauberstab. Das ist meine letzte Chance, hier herauszukommen. Bitte. Mein Zauberstab. Oh, bei Mary. Danke. Geschafft! Mein Zauberstab und... Halt! Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Sie meinten, Sie hätten etwas aufgeschnappt? Es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihnen und den Wesen anschließen. Der Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Stimmt es, dass Sie Koboldogak sprechen? Ja, was Ranrocks Unholde aber nicht wussten. Ich war der Koboldkultur schon immer zugeneigt. Ich wusste schon als Kind, dass ich mal Metallhändler werde. Es war nicht einfach, die Sprache zu lernen. Sie müssen wissen, sie ist sehr komplex. Und mein Gedächtnis ist so schwach wie meine Knie. Aber nach jahrzehntelanger Arbeit mit netten Kobolden konnte ich sie recht gut. Zumindest meiner Meinung nach. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus, studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen.
Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab, wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Mr. Oaks hatte Glück. Renrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Revelio!